Moin meine Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sons of the Forest. Yo, 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 hallöchen. Wir machen weiter und zwar mit unserem schönen Häuslein. Und ja, da war ich gerade dabei, ein paar Loks zu organisieren. Was mittlerweile schon sehr mager ausschaut, denn da ist schon ganz schön ein Loch in dem Wald drin. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Müssen unsere Seilrutsche vielleicht ein bisschen nach rechts oder sogar nach links etwas ausbauen. Jo. Das Geile ist, man kann einfach diese Rampe mitnehmen, wie es ist, und einfach umsetzen. Eigentlich schon, ja. Seilrutsche, aber ich überlege gerade, ob ich einfach noch eine Seilrutsche... Weil wenn es auch nach oben geht, könnte ich doch theoretisch jetzt... Warte, das muss ich jetzt ausprobieren. Warte, das ist eigentlich voll insane. Warte, wenn ich jetzt auch nach oben ballern kann, ne, die Seilrutsche... Dann kann ich es doch einfach so machen. Mal was ausprobieren. So, ich probiere jetzt was aus. Schauen, ob das geht. Bin mal gespannt, was du machst. Ganz schön ein dicker Lock hier. Ich habe den dicksten Baum schon mal hier wieder rausgesucht, jetzt zum Fällen. Und weg mit dir. Oh. Yay. Und tschüss. Geht das? Ja. Jetzt mag ich mal gucken, ob es kaputt geht, wenn da ein Baum drauf fällt. Nice! Geht nicht kaputt. Sehr gut. Dann brauche ich hier nicht groß umsetzen und hau die einfach nur hier immer so drauf. Oh. Ah, nein! Ah! Kann man das abbrechen? E drücken. Ah ja. Und das jetzt. Das ist ja mal mega sick. Und da hinten fallen sie dann. Da müssen wir mal gucken, nämlich, dass sie jetzt voll raus hinausschießen. Das wäre ein bisschen ungeil. Und alle wegrollen. Okay, die schießen schon sehr weit raus. Ja, aber es geht. Das geht schon. Ja. Man müsste nur wissen, wo sie landen. Und das wäre ja hier, ne? Eigentlich. Dann kann man hier eigentlich so eine schöne. So bauen. Die dürften da echt da dann nicht wegrollen. Ne, genau, dann landen die hier, dann stoppen die alle hier her. Schakalaka! Und dann kann ich die mal hier so bam und bam. Geile Lösung. Eigentlich. Also ist mit dieser Seilrutsche schon mega. Da kann man immer relativ schnell so Sachen verbinden. Sehr nice. Die kannst du ja einmal quer durch den Wald machen und den ganzen Wald eigentlich abholen, ey. Ja, nice. Das ist richtig nice. Ja, gespannt, ob jetzt die Bäume nachwachsen. Schon. Also ich glaube, ich habe auch gelesen, dass man jetzt im Nachhinein in den also im Menü die Option noch ändern kann. Okay. Komm, kommt. Also wenn man dann vielleicht doch mal sagen kann, hey, Bäume können nachwachsen oder so, können wir es dann irgendwann mal aktivieren. Ich muss mal gucken, so eine Energiemischung, was ist denn das? Was brauche ich denn dafür hier? Energiemischung, dann noch den Scheiß, also diese da. Was ist die? Schön mit blutigen Händen zusammenreiben, nice. Energiemischung, Essen hier, zack. Let's do it. Perfekt, die zwei Mauern. Ja, muss halt ein bisschen, wenn's. Da müssen wir noch eine Bauer bauen. Ja.
Ja, aber ich glaube, das... Ja, doch, das passt so. Ja. Ba, 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 ba. Was war denn das für eine Höhle hier? Ich bin gerade ein bisschen perplexed. Ich hab links auf meine Minimap. Und da ist eine Höhle. Ja, da waren wir doch drin, ja. Und was das war da? Ich glaube, das war da, wo die Karte waren, wir nicht weiter konnten. Weil wir irgendwie die Karte gebraucht haben. Aha. Ui! Was? Ich bin gerade die Rampe hoch, wo kommt mir so ein Baumstamm entgegengeflogen? Ja, da muss ich aufpassen, nicht, dass du mir irgendwie noch Schaden zufügen kann. Stimmt, bestimmt. Nicht, dass ich da Final Destination mäßig einen Kopf verliere. Final Destination! Oh, den Film muss ich auch mal wieder gucken. Den Film? Diese ganze Filmreihe? Ja, aber... Alter, wie viele Baumstämme hier sind. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt, ich habe gerade überlegt, so zu sagen, hey, welcher der beste ist, aber ich könnte dir das gar nicht so sagen eigentlich. Ich glaube, der erste, weil es halt damals was Neues war, aber jetzt... Ja, aber ist ja trotzdem, also ja, war mal was Neues, aber deswegen heißt ja nicht, dass der besser ist, oder? Nee, nee, ja, genau. Das ist ja... Dream? Oh nein. Kack, Alle, wie schnell das eigentlich geht, wenn du dann zu dritt oder zu viert oder so bist. Voll, ja. Eine fällt, der andere haut die ganze Resile-Rutsche, der andere baut es. Es geht ja ruckzuck dann alles. Oh nein, der Kelvin ist eingesperrt. Ich hab das Tor für ihn aufgemacht. Können die Tore öffnen? Nee, oder? Wahrscheinlich nein. Nicht. Der Kelvin konnte jetzt nicht davon. Kann jetzt gut und schlecht sein. Komm schon, danke schön. Ah, das ist genial, dass die Dinger auch noch oben fahren, ey. Ja. Das ist mega geil. Und hui, hui. Boah, ich glaube, dann kannst du schon krasse Bauprojekte machen. Also mit dem Bausystem so, das ist schon sehr gut. Free. Und dann geht es doch relativ schnell mit den Logs. Also, was ist relativ? Das ist schon Arbeit, aber. Ja, keine Ahnung. Also. Das ist nicht allzu. Also da war es früher, glaube ich, anstrengender mit diesem Schlitten die ganze Zeit durch die ganze Pampa zu fahren. Und das macht irgendwie Laune, muss ich sagen, sogar das Salotsche. Weil man einfach über weite Entfernungen die echt gut transportieren kann. Ja. Nicht irgendwie immer hängen bleibt irgendwo oder so. Ja, okay, mit dem Schlitten, da bist du ja immer durch die ganze Pampa und dann hast du immer. Und dann auch viel langsamer. Ja. Weil dieses Salotsche ist echt schnell. Alter! Das sind ja richtig viele Baumstämme schon. Da ist einer ein bisschen abhanden gekommen. Oh yeah. Oh yeah. Wenn du das eh da bist, dann fahr ich wieder rüber. Ja. Ich bringe sie dir. Kelvin, wo bist du? Meine helfende Hand. Okay, jetzt sehe ich sogar das Bauprojekt von ihr aus. War noch gar nicht so aufgefallen. Boah, das Haus ist dann schon riesig, ne? Das ist ja fast so groß wie unsere komplette Siedlung. Ja, 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 das kommt schon.
Frau kann ich auch mithelfen mit drei Armen. Ja, das stimmt. Die können eigentlich gleich drei Loks nehmen, ne? Naja. Aber die Rampe ist schon steil, muss man schon sagen, ne? Ja, easy peasy, dass man da mit zwei Baumstämmen drüber kommt. Nein, falsche Richtung, Lok. Es hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, in welche Richtung du guckst. Ja. Ein Köcher fände ich noch geil, dass du mehr Pfeile haben kannst. Das nervt manchmal. Mhm. Also beim Fight und sowas, die 9 Schuss oder die 8 Schuss, die man da hat, die sind so schnell weg. Stimmt, leider. Ich freue mich schon regelrecht auf die nächsten Updates. Schon dieses Update, das war eigentlich mega nice. Also mit dem Tor ist motiviert. Klar, logisch, das mit der Seilrutsche, das war schon vorher da, vor dem Update. Wusste ich nicht. Aber ein zusätzlicher Motivationsbooster. Das stimmt, ja. Also da merkt man mal, wir waren ja ein bisschen demotiviert kurzzeitig, aber eigentlich, weil wir einfach nicht richtig reingekommen sind. Also es gab ja anscheinend schon sehr viele Sachen, die gut waren. Nee, ich bin jetzt eigentlich froh, dass du diesen, ich sag mal, Spoiler doch gesehen hast. Ja, ich wäre da nie drauf. Ich hätte es, glaube ich, so ignoriert. Ich habe nicht so richtig. Ich glaube, wir hätten die nie so richtig hergenommen, muss ich sagen. Nee. Ich hätte es mir so vorgestellt, dass wir wahrscheinlich dann irgendwie 100 Stunden gespielt haben. Und so, wie, das wäre gegangen. Alles getragen, das wäre so krass. Oh. Ja, aber auf das Tragen hatte ich überhaupt keinen Bock. Ja, das aber stimmt. Jetzt durch die Seile rutschen? Nice. Der Seile rutsche ist genius einfach. Genius, Motherfucker! Ja, da braucht man den Schlitten echt gar nicht mehr. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist er komplett überflüssig. Ne, ist einfach wirklich, weil ich wüsste jetzt nicht mehr, wozu ich den Schlitten. Oh shit! Was? Den Schlitten bräuchte, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Naja, also wenn man genug Seilrutschen-Dinge hat. Weil die Seilrutschen, also die Seile, die kann man relativ schnell produzieren, das ist auch kein Problem. Ey, total easy. Natürlich wäre es irgendwann ein Problem, wenn es ein Limit an den Seilrutschen. Wobei dann eigentlich selbst dann nicht, weil dann machst du es wie jetzt, wie wir es gemacht haben, einfach von Seilrutsche zu Seilrutsche. Ne? Ja. Aber der Seilrutscher, wenn du es abmontierst, dann ist er weg. Dann musst du eine neue hinbauen. Okay. Also die ist dann die Auto, also nicht mehr automatisch in deinem Inventar, glaube ich zumindest. Ich musste immer nachladen. Aber kann natürlich sein, dass du es einsammelst, aber ich glaube, du löscht sie direkt. Also die ist dann verloren. Aber die ist ja so schnell hergestellt. Ja. Ich freue mich auch schon auf unsere nächste Tour dann. Es war auch ein Problem, weil wir. Aua! Blöde Pisser! Oh, Alter! Aua! Alter! Aus nichts heraus, ey. Aus nichts. Nein, lass mich da. Oh, da sind da viele Leute. Blödes Arschgesicht, ey. Ist auch wieder so ein Fetter dabei, oder? Ja. Oh, Alter, ich bin fast tot. Fuck, ich bin gleich tot. Ja, ich eben auch. Das ist nicht gut. Ich hab ihn, ich hab einen Headshot gemacht. Oh, shit! Warte, fuck, ich muss weg. Der hat mich gerade gehittet. Ich bin echt. Ich muss mal kurz Medicine fressen. Ich auch. Oh, scheiße, ich weiß nicht mehr, was das für ein. Ich bin tot. Sex. Scheiße, ich darf jetzt nicht sterben. Ich sterbe! Oh, scheiße. Das war nur ein Reh. Ich war gerade voll Reh erschrocken. Der hat mir voll den Roundhouse-Kick gegeben. Roundhouse-Kick! Komm hier ein bisschen offene Fläche, dann sehe ich was. Komm schon, heal schneller.
Ich wollte ihn eigentlich gerade mit der Fackel bearbeiten, aber ich bin nicht dazu gekommen. Darf man ein bisschen außen rum. Das ganze Gebüsch ist assi. Ich bin jetzt bei Viertel. Nur so als Zwischeninfo. Oh, du hast mich ja schon. Was? Oh, scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Nein! Los, voll daneben. Headshot. Nice, sehr schön, sehr schön. Arschgeige. Jo, ich habe jetzt gar keine Rüstung mehr. Ja, wir kommen im Club. 0,0, du auch nicht, ja. Oh, Pfeile sind mir auch rausgegangen. Oh, die Pfeile liegen mir so auf den Keks. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und ein paar Federn. Zwei, eins, zwei, drei, vier, zwei, ich schieße halt sehr viel die Pfeile daneben, ne? Also das ist halt mein Problem, weil ich immer noch nicht so Das richtig Zielen ist irgendwie sehr schwierig, ja. schwieriger wie im ersten Teil, also definitiv. Im Ja. ersten Teil hattest du zwar da hattest du so ein Pfeil, der dir das gezeigt hat eigentlich, ne? Das war sehr nice. Hatte man das? Ja. Also Weiß ich jetzt kein gar nicht. Fadenkreuz, sondern du hattest so diesen, da wo der Pfeil aufliegt und der hat genau, oder der Daumen, oder nee, der Daumen war es beim Speer, der ungefähr gezeigt hat, wo du Ach triffst. so, das meinst du mit dem Daumen dann, Ja, ja, das war beim okay. Speer und bei Pfeil und Bogen war das da so eine Spitze am Bogen selber. Ja, kann sein. Kann sein. Wieder ein paar Pfeile gecraftet. Alles sind so viele Loks schon. Ja. Läuft bei uns. Was bringt sie dir mir dann, die Virginia? Aloha Vera, sehr nice, danke dir. Ich danke dir. Also kann ich nicht tragen. Nichts essen? Was hier, wenn ich Aloha Vera direkt esse? Glaube ich, halt ich ein bisschen. Ach, irgendwie ist es gerade cool, dass der Kelvin ab und zu mal so ein paar Baumstämme holt. Ja, Irgendwie es ist ganz nur, cool, dass noch jemand Drittes da ist, irgendwie. ich finde, das ist nicht übertrieben, ne, dass du gar nichts mehr machen musst, aber es ist so eine kleine Hilfe, dass er einfach auch zum Beispiel die Loks, zum Beispiel einfach nur einordnet, ne? Ja. Das ist auch sehr geil. Dass er hin und wieder ein paar aufnimmt und in den Lok tut. Ja, mega. Und ich glaube auch, wenn du mal so Loks einfach liegen lässt, ne, dass er die auch irgendwann mal holt. Ja. Was bist du da noch? Fahre ich auch wieder rüber. Oh lol, da ist ein Baumstamm. Ja, deswegen bin ich ja Verdammt. da, weil das sich hier irgendwie sehr, das ist so weit gefallen, dass die schon hier gelandet sind, die Baumstämme. Da liegen aber noch welche, ich muss nochmal zurück. Aha, der Kelvin hat geguckt, der chillt das mal wieder.
ist mega, das System. Ich kann es aber noch nicht, ich kann es nicht oft genug sagen. Also das ist mega, ja. Da müssen sich echt mal was einfallen lassen. Erst hat man gedacht, ah, im zweiten Teil dauert es viel länger, das war aber dadurch jetzt eigentlich. Ja, das hat viel leichter. Ja, weil schon der ganze Anfang, so die ersten 12 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, es war ja so richtig so, die fünf Loks, die wir da hatten, und Kelvin hat ein bisschen was gemacht, klar, das war ein bisschen hält, aber der Gedanke so, boah, Alter, jetzt jedes Mal mit zwei Loks von da ganz da hinten da herrennen. Oh, Alter, nee. Ich glaube, das ist viel schneller wie im ersten Teil eigentlich, weil im ersten Teil musstest du ja trotzdem ewig weit laufen, und zwar, dass du deinen Schlitten, wo ich glaub, acht drauf gepasst haben, ich bin mir nicht mehr sicher. Und hier, überleg mal, wie schnell ich die acht Loks bringe. Ja. Geisteskrank, wie schnell ich hier diesen Wald weggerodet habe. Wo haben wir überhaupt die gefunden? Die Kanone. Die musst du ja erstmal finden, die hast du ja nicht von Anfang an, oder? Ich glaube, in der Höhle haben wir die mal gefunden. Hallihallo, ich bin da. Ja, echt, der macht echt die Arbeit hier. Das ist geil. Fuck, irgendwie hat das nicht so hast gut. Hast du hier den Eingang? Warum hast du hier den Eingang gemacht? Soll der hierher? Nee. Nicht ich hab, nee, ich hab doch gesagt, hier den Eingang, oder? Hier. Hast du? Ja. Okay. Hier mit einer Treppe schön hoch. Hab ich gesagt, ich habe einen Videobeweis. Ich dachte, du hast hier so in der Mitte, hier hast du gesagt. Ja, ja, mittig, da ging es um das Mittige. Aber dann habe ich, währenddessen habe ich gesagt, aber geiler wäre es, glaube ich, hier, weil wir hier gleich das Tor haben. Ja, okay. Und dann könnte man hier so schön rein und dann hier auch bei dem Weg so ein bisschen. Ne? Mit so ein paar Stufen. Okay. Sieht geiler aus. Ja, ich meine, wir könnten hier zwar lassen, vielleicht, aber hier kommst du ja gar nicht rein, oder? Das geht ja gar nicht. Nee. Kann ich das hier wieder hinbauen? Ja, ich hoffe schon. Nee, irgendwie nicht. Oh, shit. Warte, dann tun wir einfach hier. Ja, dann müssen wir halt da jetzt nochmal neu machen. Hilft ja nix. Sehr nice, sehr nice. Diese stehenden Loks da, die würde ich sogar, also ich glaube, die könntest du jetzt entfernen schon, wahrscheinlich, ne? Die seitlichen hier, die hier, oder? Und wahrscheinlich. Ja, könnte man wahrscheinlich machen. Ja. Aber ich würde es fast stehen lassen, weil ich finde es sogar sexy eigentlich, wenn das so ein stehender ist. Ja, ja? Können wir gerne lassen, ja. Und ich habe gemeint, hier so die Tür. Jetzt mittig? Ich glaube, du musst fast noch ein Stockwerk höher machen, oder? Weil das ist sehr niedrig, wenn ich mir vorstelle, dass hier direkt die Decke drauf ist. Du musst es fast noch eine Schicht machen, ne? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, genau. Das muss auch noch kaputt. Kommen wir nicht durch. Sag ein gerades Ding drauf. Lol. Ach so, das ist dann die Tür, die man da einbaut, oder? Ja. Ja. Kannst du schon mal ranbauen? Nee, das muss man immer durchgehen. Ich glaube, so ist es angenehmer für den Anfang. Gut, da oben. Ja. Jawohl, genau. Jetzt kann man da, glaube ich, ganz schön durchgehen, oder? Ja, wunderbar. Alter, wie viel Alter, was machst du mit den ganzen Hälften, Digga, dann? Das ist ja so ein Verschnitt. Ja. Das ist ja geisteskrank. Ja, das ist irgendwie nicht so geil.
Ja, deswegen haben sie wahrscheinlich das mit Feuerholzsystem reingebracht. Wahrscheinlich, ja. Damit du die verwenden kannst. Boah, Alter, es sieht schon richtig nice aus, ne? Das mit dem roten Himmel. Oh, yes. So, Licht haben wir immer noch nicht gemacht. Moment. Du. Dann schlafen wir mal. Speichern. Sleep. Speichern. Yo. Sleeping. Die Dampf hungern. Beschließen. Wie, die Loks schon alle weg. Na, ja, die hab ich dir schon alle rüber geschickt. Nice, genau das brauche ich. Weg, danke dir. Das kann ich brauchen, meine Hübsche. Kannst du eigentlich mal deine Füße waschen? Das ist ja fürchterlich. Ah, ich habe sie dir weggegessen. Was machen wir mit den ganzen Loks hier? Das ist ja geisteskrank. Ja, ich würde es einfach zu Feuerholz machen und wir werden das ins Lagerfeuer schon irgendwie reintun können. Nee, passt schon. Haben wir halt schön viel Feuerholz. Passt, glaube ich, schon. Oh, man kann sogar die Tür jetzt ein Schloss hinbauen, sehe ich gerade. Das ist auch neu, oder? Ein Türschloss? Stimmt, ja. Ja, das haben sie auch gesagt. Das ist neu, ja. Tür für Riegelung. Ja, vielleicht gar nicht mal blöd. Nicht, dass irgendwie die Viecher reinlaufen können. Und hoffen, dass sie es nicht entsperren können. Oh, das müssen wir mal ausprobieren hier. Passiert nicht jetzt. Wie immer. Findet man das? Das natürlich. Ist komisch geknickt. Was ist geknickt? Der Baum ist jetzt irgendwie sehr komisch umgeknickt. Sehr, sehr strange. Nee, ich glaube, das war's nicht. Unter dem Baum. Was? Fällt nicht unter Baum. Jetzt noch. Lol, der ist schon. Achso. Lol, okay. Automatisch? Ah ja, okay. Okay. Nice.
Du hast ja schon der zweite angefangene Baum hier. Irgendwie hast du mal Bäume angefangen, aber nicht fertig gefällt. Nee, nun mal nicht. Doch, schon der zweite. Vielleicht während sie angegriffen haben, vielleicht aufgehört oder so. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe immer durchgezogen. Was? Bin ich jetzt dumm? Nee, Moment. War das jetzt eine rhetorische Frage, oder? Moment, die Seilrutsche ist weg. Wie, die ist weg? Welche Seilrutsche ist weg? Ja, die Seilrutsche ist weg. Oder bin ich jetzt blind? Doch, die war doch hier. Warte, ich rutsche mal zu unserem Hauptbaum. Ja, die ist weg. Warum ist sie weg? Hey. Moment, der Baum ist aber auch irgendwie so komisch. War das jetzt ein Bug oder kann die doch kaputt gehen? Aber, Ach, nix, machen wir eine neue. So. Aber ist das auch irgendwie so ein toter Baum? Weil irgendwie ist da nur noch der Stamm bei mir da. Ja, der war, aber der war tot. Ach so, okay. Also ich habe das mit Absicht auf den gemacht, weil ich dachte, vielleicht fällen wir den gar nicht. Nö. Ja. Machst du die Zellerrutsche? Ich bin gerade dabei, ja. Ja, okay. Boah, aber irgendwie bin ich gerade so müde, weil ich das Ach, du musst die Sellerrutsche wieder ein bisschen versetzen. Ja, ich hab schon. Ja, mach mal dabei so. Jo, schick mal einen Lok rüber. Dann kann ich mal gucken, wo das hinfliegt, der Scheiß. Ja, ich schick dir gleich zwei. Weil du brauchst ein paar Loks zum Bauen. Alter, das ist ja fast ideal. Vor allem, wenn es eigentlich nicht so hoch ist, sondern du eher flach baust. Ja, fliegt es auch nicht so weit. Ich glaube, es reicht sogar, wenn es jetzt zwei hoch sind. Ja, klar, das da reicht leicht, wenn es zwei hoch sind. Ja. Ja. Oh, ich kann es ja nicht stapeln. Nein. Ich will es da nicht anbinden, ich will dann neu machen, weil dann kann ich es besser. Abhelden. Oh, das sollte reichen als Wall. Juhu! Oh, scheiße. Das hat weh. Ich bin runtergefallen. So. Komm mal zu. Offen. Bisschen wie Minecraft, da musst du schon mittlerweile springen und so, damit du da hochkommst und so im richtigen Moment treffen. Wie in Minecraft, bisschen. Na? Ne? Scheiße. Du.
Nee, das will ich gar nicht. Oh, wie ist es da eigentlich mit dem zweiten Stock? Da musst du ja erstmal den ganzen, musst du ja überall volles Gerüst bauen, oder? Oder wir bauen hier einfach gleich die Treppe hier gleich, das ist hier so hoch. Ja, ja, klar, Treppe schon, aber für den ganzen Boden musst du ja trotzdem immer die Dinger machen, oder? Ach so, stimmt, 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 stimmt. Ups. Warte, wenn hier jetzt rein, dann die Treppe eigentlich dann hier so dann bauen, ne? Das ist mir dann eigentlich. Oder wir machen die Treppe geradeaus, wenn du reinkommst, ne? Ja. Dass du einfach geradeaus und dann direkt hoch gehst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Eine Plattform hier, hin? Theoretisch. Also ich kann nur hier den Stempel bauen. Hier hin und dann. Dann, so, das dann so unten. Hier hin und dann brauchen wir Baumstämme. Habe ich keine mehr. Warum ist hier so? Achso, hast du mal Absichtsecke gemacht? Ist es mal weggeflogen? Ja, weil es mal hier bis rechts wegstückt. Nicht hinter die Monitore. Du weißt, dass ich das nicht leiden kann. Let's go. Kann man in der Luft? Nice! Man kann in der Luft dann umswitchen. Nice. Wie umswitchen? Ja, wenn du von der einen Seilrutsche runterfliegst, kannst du bei der anderen draufspringen. Echt jetzt? Ja, ich bin gerade drüber. Ja, so in der Luft eh drücken halt, oder? Dann. Ja, genau, ja. Nice. Ah, ich hab's nicht geschafft. Schade. Ah, da kann man voll die krassen Wege bauen. Da können wir auch zum Drucker und zu nur Seilrutschen bauen. Das war mega, mega, nice, ja. Zum Drucker so schnell Seilrutschen und dann da irgendwie so mit Schildern hinschreiben, so Seilrutsche oder so. War das, Drucker oder so. Boah. Ja. Boah, jetzt kommen die Ideen, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Ideen. Geil. Oh, nice. Da kommen die 300 Folgen. Krass, also eine Funktion und jetzt kommen gleich die ganzen Ideen. Ja, nicht schlecht. Ja, weil es einfach angenehmer ist jetzt, also. Aber die Folge ist gleich vorbei. Oh oh. Oh no. Dich drauf, dich drauf. Schließen. Bin ich froh, dass jetzt die Türen gehen, ey. Das Okay, jetzt fliegen, glaube ich, die Loks irgendwie doch anders, weil viele relativ weit hinten liegen. Das irritiert ein bisschen. Ich glaube, das Hauptproblem ist bei dem Seil gerade, dass das immer gegen die... Nee, der landet hier. Die landen immer so unterschiedlich. Weil der ist immer gegen und gegen unsere Rampe fliegt und dann, je nachdem, wie es das berührt, fliegen sie komisch. Ja. Dafür kannst du nicht mehr vom Baum schon getroffen werden. Weil der ja, weil die Rampe das abbremst.
diese Seilrutsche, Alter. Ich krieg... Das ist der absolute Wahnsinn. Ah! Leck mich! Wo bist du, du Mistvieh? Du wirst so schön angegriffen. Ja, aber nur von Babys. Also ich hätte nicht erwartet, ich dachte, von Babys? Ja, ich dachte nur, dass die in der Höhle sind. Wo ist denn das Vieh? Hätte ich seh's nicht, ich hör's bloß. Boah, das ist ja gemein. Die ganzen Büschen und so. Komm schon. Nein, der backt unter der Rampe. Schon komm da raus. Bleib's halt da unten, ja, recht. Ah, Leute, das sind sogar zwei Babys. Ihr kleinen Motherficker. Aua! War ein richtig Damage. Ah, bei mir ist auch ein Baby, glaube ich. Boah, fuck, das sind richtig viele! Digga, komm her! Holy shit! Digga! Komm schnell her! Digga, what the fuck? Das ist eine ganze Armee! Lol. Digga, what the fuck? Mir mal einen Überblick verschaffen hier. Holy shit! What the fuck? Spring mich an! Erster ist weg. Dann guck ich immer noch vier! Lass in Ruhe! Oh shit. Ich helfe ihm! Da ist noch eins! Also die machen richtig Damage, ne? Die machen am meisten Damage von allen gefühlt. Ja. Leute, ich will euch. Fix. Was ist jetzt, oder? Glaub, nein, da ja. Noch eins! Noch zwei! Digga, what the fuck? Oh, krass! Das war jetzt ein richtiger Schwarmangriff. Hier ist immer noch eins. Aber ich hab's. Alter, das waren richtig viele. Naja. Krasser Scheiß. So, dann nehmen wir dich noch mit und dich noch mit. Vollgebracht. Aber dann, ja genau. Hm? Oh, das ist zwei. Zwei, okay. Ah, einer liegt hier. Ja. Genau, und hier dann die Rampe nach unten machen. Und da eine Treppe hoch, dann theoretisch. Da ist die Treppe hoch? Ja. Es geht. Aber Treppe, keine Rampe. Nee, das ist nur... Moment, wie geht denn eigentlich eine Treppe? Wie geht eine Treppe? Das ist eine sehr gute Frage. Construction. Treppe. Dick. Muss man dann hier einzeln? Das müssen wir mal kurz gucken. Du musst da einzeln tun. Musst du die klein hacken oder? Nee. Muss man die vorher halbieren? Nee, das ist jetzt keine Treppe hier, oder? Nee. So. Dann musst du die Scheiße hier nehmen. Und dann musst du... Da... Hä? Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Da war gerade ein Pfeil und dann plötzlich war's weg.
Aber es ist kalt. Das ist die Rampe. Aber vielleicht, wenn man einfach noch ein zweites da drunter. Alter. So? Was haben. Nee, das ist keine. Ups. Hä? Aber diese Pfeile, ich krieg nicht mal die Pfeile für die Rampe, also das ist. Hä? Nee, es ist. Warte mal, das ist. Rampe. Was ist denn da der Unterschied? Ich versuch's echt gerade irgendwie. Irgendwie vom Winkel her muss das irgendwie. Muss man das irgendwie. Ah! Hä? Du musst Rechtsklick machen. Dann dreht kann man es drehen. Ah. Okay. Ja, aber die kannst du, glaube ich, kannst du die auch so hinlegen und dann kaputt machen? Nee, ne? Kannst du, glaube ich, so machen. Guck, zack. Ja, aber ich meine, du musst die. Ach so, jetzt kannst du auch mit vollen Ganzen. Ach so, dann mach ja. Das so. Ah, nice, okay. Mach das automatisch, ja. Aber hier fehlt irgendwie das Gefühl. Eine. Ja, hier müsste noch eine. Kannst du das nicht hinbauen hier? Nee, einen vollen nicht, nee. Weil du wahrscheinlich nur eine brauchst, ne? Ja, warte, ich tu mal eins weg. Komm, jetzt verarsch mich nicht. Da. Zack. Okay. Jetzt tun wir hier unten das ganz volle hin. Mhm. Ah, perfekt. Nice. So. Und das ist nicht mehr so verbuggt, hoffentlich, mit den Treppen? Wie im ersten Teil. Schön. Wir da auch so schnell? Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, und jetzt hier schön überall Boden. Achso, die Folge. Ich bin schon bei 50 Minuten. Nein. Alter, jetzt siehst du, jetzt ist das halt schon. Trappen bauen, so. Eskalation! Jo. Oh. Ah, Wunderbärchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Sons of the Forest und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge. Da wird jetzt aber der Stock gebaut. Mhm. Und wieder Stämme geholt. Nice. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.